Hallo zusammen, ich bin Andreas von Champagne Characters. Wir verkaufen nur Champagner von kleinen Betrieben. Bevor ich euch den Champagner für heute vorstelle, muss ich gleich mal mit einem kleinen Vorurteil aufräumen. Champagner ist nicht nur oder eigentlich überhaupt nicht für Snobs. Es gibt zwar viele Snobs, die Champagner trinken, aber Champagner ist einfach ein geiles Getränk. Man kann es wunderbar zum Frühstück nehmen, man kann es zum Mittagessen nehmen, es passt toll zum Essen. Probiert es einfach mal aus. Winzer Champagner ist nicht teuer, ein bisschen mehr Stil, es hat ein bisschen mehr, ja, mehr Charakter. Deswegen heißt unsere Firma ja auch Champagne Characters. Was ich euch heute vorstelle, kommt von einem kleinen Betrieb, Aurier-Bazin nennen die sich. Es ist ein Ehepaar, ganz sympathisches Ehepaar. Was ungewöhnlich ist an dem Champagner, und das gibt es eben sonst bei den großen Häusern nicht so, er ist aus nur einer einzigen Traube bereitet, und zwar nur aus einer Rotweintraube. Und ihr werdet gleich sehen, der Champagner ist trotzdem weiß. Das nennt man Blanc de Noir. Weißer Champagner aus roten Trauben. Man hat ihn einfach schnell abgepresst. Geht es wirklich um ein sehr hochwertiges Produkt. Die Champagner hat ganz einzigartige Böden, hat ganz einzigartige Champagner. Das ist einfach, das ist knackig, das ist kernig, das ist frisch, das ist animierend. Das macht wach. Probiert es einfach mal aus. Pinot Meunier heißt das Ganze, Blanc de Noir von Aurier-Bazin. Macht den Versuch, kauft euch eine Flasche Champagner. Viel Spaß.